Öl wird knapp. Deshalb beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Energiegewinnung. Mit Energie beginnt auch die Geschichte der MAN. Domherr Franz Ferdinand von Wenge gründet die Eisenhütte St. Antoni. Unser erster Hochofen entfacht in Deutschland das Feuer der industriellen Revolution. Und so schnell wie die Eisenhütten das Leben der Menschen im Ruhrgebiet verändern, so schnell wachsen auch die Wurzeln der MAN. Aus dem Hüttenverbund unter Gottlob Jacobi wird die spätere Gute Hoffnungshütte. In Augsburg erfindet Karl August Reichenbach die Buchdruckschnellpresse. Ein Ingenieur, eine Vision, ein Motor. Rudolf Diesel. 1893 wird seine geniale Idee des Selbstzünders patentiert. Doch die Tests scheitern. Das Geld wird knapp. Ein Mann erkennt das Potenzial des jungen Erfinders. Heinrich von Butz, Direktor der Maschinenfabrik Augsburg. Butz finanziert und realisiert, was Diesel verspricht. Es ist der 17. Februar 1897. Endlich läuft der Motor, der die Welt verändern wird. Die neue Mobilität braucht Straßen und Brücken. MAN baut die höchste Europas, die Münchstener Brücke. Anton von Rippels genialer Stahlträger stützt auch die Wuppertaler Schwebebahn. Rippel, Direktor der Maschinenfabrik Nürnberg, hat eine Vision. Er will die MAN auf Räder stellen. Inzwischen haben sich die Maschinenfabriken Augsburg und Nürnberg miteinander verbunden. Ein LKW mit Dieselmotor. Der erste mit Direkteinspritzung. 1924 eine Sensation. Und heute noch Standard. Eine Jahrhundertidee. Vorboten einer unheilvollen Zeit. Inflation, Wirtschaftskrise, Nationalsozialismus. Mittlerweile hat der Konzern Gute Hoffnungshütte die Mehrheit an MAN übernommen. Im Krieg wird auch bei MAN auf Rüstungsproduktion umgestellt. Trotz der Distanz der Unternehmenslenker Otto Meyer und Paul Reusch zum NS-Regime.
Jetzt treibt der Dieselmotor U-Boote an. Und in einer Spezialanfertigung auch riesige Zeppeline. The German radio has just announced, der Krieg ist vorbei. That Hitler is dead. Die Medien nennen es ein Wirtschaftswunder. Und wir sind mittendrin. 1986 entsteht aus GHH und MAN die neue MAN-Gruppe. Truck of the Year 2008. Der neue TGX. Ein Montagewerk vor den Toren Krakaus. LKW aus Polen für die Wachstumsmärkte in Osteuropa und Russland. MAN weltweit. Deutsches Know-how im boomenden Indien. In unserem Gemeinschaftsunternehmen in Pithampur entstehen schwere Lkw. Was Rudolf Diesel einst begonnen hat, entwickeln wir ständig weiter. Wie die Idee eines neuen Gasmotors, der die Vorteile von Diesel- und Ottomotor miteinander verbindet. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2008. Die größten Schiffsdiesel der Welt, auf der weltgrößten Werft in Südkorea. Jedes zweite Schiff bewegt seine Fracht mit einem MAN-Schiffsdiesel über die Weltmeere. Aus den 20 PS des ersten Dieselmotors sind über 100.000 PS starke Antriebe geworden. Kompetenz in Sachen Klimaschutz. Unsere Turbinentechnik liefert die Komponenten für weniger Schadstoffe in der Luft. Unser Beitrag für eine lebenswerte Welt. Stadtbusse mit neuester Hybridtechnologie. Wir haben keinen Masterplan zur Lösung aller drängenden Zukunftsfragen. Doch seit 250 Jahren zeigen wir Mut, Bereitschaft zum Wandel und Innovationsgeist. Engineering the Future. Thank you.
Mm-hmm.